Natürlich, wenn ich einen Summon bei Nacht raushau, habe ich beide in eine Multi gezogen, sowohl Gine als auch den Sinnoh-Cell. Cell, ich kann nicht mal mehr reden. Auf jeden Fall richtig geil. Die Charaktere, die ich wollte, habe ich auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, bevor wir mit diesem Part weitermachen. Legit einen Multi rausgekommen bei Nacht, dann kam er. Warum will ich ihn unbedingt haben? Zum einen hat er auch eine CA auf Runde 2. Mein Team spielt ja auf Runde 2, aber das Beste ist, oder was quasi, besser ist, was ihn ausmacht, sag ich mal, ist seine Fähigkeit, nämlich in der ersten Runde kann er nicht mehr als 1000 Schaden bekommen. Und Gine als Supporterin würde ich auch auf jeden Fall gerne spielen. Es gibt, wie gesagt, bessere Supporter, aber warum nicht nur her mit Gine? Wenn ich die quasi in Runde 2 mit meinem Berserker ausspiele, dann tut er nochmal seinen Schaden um 2, um das Zweifache zu erhöhen. Dann ist halt Runde 2 komplett Eskalation. Das ist richtig cool, dass sie ziehen konnten. Machen wir aber weiter jetzt. So, was glaubt man, Osifighter? Willkommen zurück. Wie gesagt, ihr habt es gesehen. Gine habe ich ziehen können und Selzine auch. Ich werde auch, by the way, ihr habt es wahrscheinlich im letzten Part gemerkt, ich werde wieder mein erstes Deck spielen. Denn auch die CAA von Sino Bardock hatte leider ein Disclaim, also ein Claim. Ja, ist gerade ein schwieriges Thema gerade aktuell, aber jedenfalls, weil mit diesem Deck weiß ich, was ich zeigen darf und was nicht. Beziehungsweise bei dem Cell weiß ich es noch nicht, bei Gine auch nicht, weil diesen neu drin. Aber das wird mein Deck sein, so vorübergehend für die Story aktuell. Und genau, bis dann wieder das nächste Mal zusammen kann und gucken kann, was wir noch holen kann. Weil es gibt wirklich sehr viele geile Charaktere. Es ist Fu, Mask, King Vegeta und. Aber, by the way, es wurde quasi noch ein weiteres Free Update vorgestellt. Und in diesem Free Update wird unter anderem Dragon Ball Super Broly kommen. Darauf bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, Freunde. Ja, ihr könnt gerne meinen Twitter-Channel abchecken. Twitter-Kanal @dokanbattle.de, da werde ich das Ganze dann retweeten, wenn da quasi Infos reinkommen. Oder wenn wir dann natürlich wissen, wann der Charakter kommt und so fort oder was er drauf hat, die Karte an sich, tralala. Dann kann ich auch gerne auf jeden Fall ein News-Video dazu raushauen. Aber vorerst sind wir jetzt hier auf Kapitel 3. Machen wir weiter mit der Story. Da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, wie das Ganze noch verlaufen wird, vor allem. Und ja, schauen wir mal. Veku ist aufgetaucht, HF. Erledigt, das haben wir gemacht, das haben wir auch gemacht. Also wir sind jetzt hier, okay, da gehen wir doch direkt mal rein und gucken, was jetzt hier abgeht, wie gesagt. Und ich weiß nicht, je mehr ich das spiele, desto mehr boxt das Game. Zum Beispiel, wir haben letztens auch in den Streams, ich streame ja auch, ihr könnt den Streamplan gerne abchecken, wann, wo, wie ich live gehe, der ist in der Streambeschreibung oder bei mir auf dem Twitter-Channel, auf dem Twitch-Channel, oder Twitch, da findet ihr mich auf jeden Fall. Da haben wir jedenfalls letztens Online-Kämpfe gemacht, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und da geht wirklich sehr, sehr viel mit Team-Builds, Freunde. Weil zum Beispiel, ich habe auch oft die Frage bekommen, ja, im Endeffekt, wenn man alle Karten hat, dann wird man quasi, es wird sicherlich ein Deck herauskristallisieren oder Karten natürlich, die richtig gut sind, die viele nehmen werden. Ja, das stimmt schon, aber da kommt es natürlich auch dran, wie spielst du, also deine Strategie. Ich habe nämlich mein Rune-2-Team, das hat alles weggefickt, sag ich mal, bis ich dann wollte... dass mich jemand quasi mit meinem Deck kontert. Ich war darauf neugierig, wie kontert man denn dieses Deck auf Runde 2? Und dann hat einfach ein Boy, Shoutout, ich habe den Namen leider vergessen, im Livestream dann im letzten Kampf gegen mich gekämpft. Und der hat einfach den Gott der Zerstörung von, keine Ahnung, diesen Elefanten, ich habe seinen Namen vergessen, Ramshi oder so, irgendwie sowas. Den hat er ausgepackt in Runde 2 in Support-Bereich gesetzt, weil dann werden Buffs verhindert, um es kurz zu sagen. Und das war dann Konter gegen mein Runde 2, weil Runde 2 buff ich ja komplett hoch. Und das war einfach nur geil. Das ist, was ich meine, da geht auf jeden Fall sehr, sehr viel, Freunde. Und ja, in Zukunft wird auch quasi, ich werde auch Online-Kämpfe machen. In den Streams streame ich das gerade aktuell gerne, könnt ihr gerne reinsehen. Ich bin auch auf jeden Fall gewillt, zum Beispiel so einfach mal Teamkonstellationen zu zeigen. Und dann da, oder ein Team zu bauen, was ich mir so überlegt habe. Oder und dann damit dann quasi in Online-Kampf springen, dass man ein bisschen vorstellen und so fort. Kombis, tralala. Wir sind erst noch am Anfang vom Spiel, Freunde. Das Spiel kam erst neulich raus und da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, was in Zukunft noch gehen wird. Aber auch quasi, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, irgendwas sehen wollt, wenn ihr geile Kombos habt. Es gibt wirklich ein, zwei, die posten auch wirklich sehr, sehr ausführlich ihre Teamkonstellation und das, was sie ausgedacht haben. Shoutout auch an euch, wie gesagt. Ich gebe den ganzen immer ein Herz, damit es quasi oben angesehen, damit, ja, das relativ oben ist in den Kommentaren, damit der ein oder andere sich natürlich auch Tipps holen kann von euch. Also ihr könnt euch auch gegenseitig aushelfen. Oder auch dann gerne in meinem Discord-Server vorbeigucken. Da gibt es auch einen Channel für Dragon Ball Games. Da könnt ihr gerne schreiben. Und in Zukunft, beziehungsweise demnächst werde ich wahrscheinlich auch einen Super Dragon Ball Heroes Channel eröffnen. Weil das Spiel, da kann man auf jeden Fall viel miteinander diskutieren. Jedenfalls, vielleicht ein etwas langes Intro, aber das meine ich damit. Normalerweise schneide ich den Anfang vom Kampf weg, weil das sonst viel zu lang dauert. Aber da dachte ich mir, komm, am Anfang rede ich mal ein bisschen was. Sag irgendwie ein bisschen was und dann
GG, da sind wir jetzt mitten im Kampf und machen jetzt ja weiter gegen Freezy und Cell sind wir noch. Ja, das ist unser dritter Kampf mittlerweile. Genau, in diesem Team schicke ich einfach nur Cell vor. Der bekommt in der ersten Runde nicht mehr als 1000 Schaden. Und dann in der zweiten Runde kommen meine ganzen Buffs. Und das wird dann eskalieren. Also mit dem Team sollten wir eigentlich schnell viele Kapitel schaffen können. Okay, jetzt. Da, da, da. Und ihr werdet gleich sehen, Cell bekommt da keinen Schaden. Ja, da steht's auch dran. Super Dragon Ball Kampf. Wer den Aufladungseinschlag gewinnt, der bekommt den Dragon Ball quasi. Aber selbst wenn man ihn verlieren sollte, nicht stimmt, du kannst wieder zurückgewinnen. Oder an sich, wenn du den Kampf gewinnst, dann bekommst du den Super Dragon Ball. Genau. Ja, und Dragon Balls, die können halt ganz zufällig in jeder Stage, auf jeder Stage auftauchen, in der Story, egal wo ihr was ihr spielt. Genau, aber falls ihr wissen wollt, wie man schnell Dragon Balls farmt, Freunde, dazu ein Link in der Beschreibung. Ah, shit. Dazu ist ein Link in der Beschreibung, da gibt es nämlich eine Stage von einem Online-Spieler, der eine Stage erstellt hat, die relativ schnell geht und dort droppt immer ein Dragon Ball. Und das ist, wie gesagt, auf jeden Fall auf legale Art und Weise, denn das ist eine Mission, die jemand anderes online gestellt hat und das kann man. Das kann man durch das Spiel durchaus machen. Das ist wie, wenn es einer von euch oder wenn ich eine Mission erstellen würde, Stage erstellen würde, genau mit denselben Kriterien und dann könnte das jeder spielen. Genau. Ist quasi ein Tipp, ein Ratschlag. Wer ihn annehmen will, der kann ihn auf jeden Fall annehmen. Jedenfalls kommen wir mal hier an der Stelle weiter. Cell, ja, mit seiner Verfolgechance. Alright. Freunde, ihr werdet sehen, was mit Cell abgeht. Als ich das zum ersten Mal im Stream gesehen habe, Cell X, der hat nämlich eine Riesenform. Ich weiß nicht, ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ihr zu Riesenform von ihm sagt. Aber das sieht so komisch aus, die Riesenform. Unglaublich. Na, jedenfalls will ich eine Runde Zeit auf jeden Fall zuerst angreifen, deswegen nehme ich dieses Modul hier, minus 6% auf die Kraftstufe des Gegners. Wer mehr Kraftstufe hat in einer Runde, der greift ja zuerst an. Aber jetzt schaut gleich die Riesenform von Cell, wie der aussieht. Das ist... keiner weiß. Okay, ich muss gerade checken, ob alles funktioniert, ob es das Mic ist, aber ja. Alles gut, check. Genau das. Guck mal, wie groß das ist. Keiner weiß. Jedenfalls Runde 2 sind jetzt, Freunde. Wir stellen Gine mit Berserker Goku auf jeden Fall zusammen. Gemerkt, keine Ahnung. Denn dann tut Gine ihm, ja, ihr Support-Aspekt geben, sag ich mal. Dementsprechend wird seine... Er bekommt zweifach Schaden. Zweifach Schaden wird er verrichten. Hier, Gine, komm her. Mit der Mahlzeit. Oh my, yeah, Gine. The Legend of... Finde ich so cool. Zack, hier frisst man Goku. Bam, Zauber verursacht Schaden für Verbündete, mit dem ich mich gepaart, also was heißt gepaart, sondern den ich den Boost gegeben habe. Und in dem Fall war es Berserker Goku, ich muss ihn zusammenstellen, das habt ihr ja gesehen. So, und jetzt ist GG, auch wenn ich die Aufladungseinschläge nicht gewinne, wie gesagt, meine CAs kommen durch und darum geht es mir in diesem Setup. Wie eklig das Celix aussieht, guck mal. Keiner weiß. Sento Kaishi. Oh, super, noch bereit. Sturmbonus. Was geht jetzt? Bam. Golden cool, das ist übel cool. Ich finde cool an sich viel geiler als Freezer. Ich wollte sagen, cooler, viel cooler als Freezer, aber ja, man kennt's ja. Das erste erscheint von Coolers letzten Form. Der kam ja mehr oder weniger in Final Form, also gegen die Form, die Goku und so gekämpft haben, gegen Freezer. Und dann sagte er, ich habe noch eine Form über die meines Bruders oder sowas in der Art. Jedenfalls, da dachte ich mir, oh mein Gott, was kommt hier? Ja, mal guck mal, ich habe meinen Avatar Rakshas aus Score gegeben, hat es gesehen. Was packt dieser Cooler dann aus? Wisst ihr, was für eine brutale Szene das war? Im Hintergrund war doch Wasserfall. Der bufft sich so auf. Der wird richtig groß, der pumpt sich auf. Ich denke, oh mein Gott, was geht mit dem? Wie cool der schon aussieht. Aber dass es einfach um einiges verbessert hat. Der war so brutal, dass er sich selbst einen Maulkorb zugesetzt hat. Junge, dieser Cooler, der ist am Ass, man. Der ist kaputt. Der hat gewusst, ich bin so krank, ich muss mir selbst einen Maulkorb setzen. In dem Sinne war der drauf. Ja, okay, jetzt haben wir den Super Dragon Ball erhalten. Und wir haben auch hier an der Stelle gewonnen. Nice. So, Dele, wie, wo habt ihr solche Kraft versteckt? Die Idee, wie kann ich das perfekte Wesen verlieren? Ganz einfach, ich hab Cell X. Nee, aber, oh mein Gott, dieser riesen Cell X, keiner weiß. So komisch aus, finde ich.
Aber es gibt auch zum Beispiel Thales X, glaube ich. Thales Xeno. Den hätte ich gern. Warum nicht? Okay. Jetzt weiter geht's hier. Kapitel Suri. Siri! Das Geile ist ja, es gibt ja neben dem Story auch einen Arcade-Modus. Der Arcade-Modus ist auch geil. Das sind quasi die Arcade-Games von den Spielern. Kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Die werden wir auch machen nach der Story. Der mächtige Freezer kann auch nicht von einer zusammengeführt werden. Wie oft muss ich eigentlich gegen die kämpfen, Mann? Haut ab jetzt! Hä? Was war das? Sie lassen das. Oh mein Gott, wie krank. Was für ein Entrance. The Undertaker. Wer ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, du bist... Sie lassen das. Weißt du, was das ist? Sie lassen das. Der Kopf hinter allem. Da ist er. Ich zeige sich. Gebe diesem Wahnsinn Einhalt. Ja, warum machst du schreckliche Dinge? Ah, warum ist das schrecklich? Ein passender Begriff für euch vielleicht. Was war das? Du weißt doch genau, wie man die Welt vom Bösen befreit und trotzdem bleibst du untätig. Denk mal nach. Böse ist genau das, was du tust. Ich sorge nur für Veränderung. Eine notwendige Veränderung. Eine Veränderung, die eine Welt erschafft, die den Rechtschaffenden vorbehalten ist. Das willst du der Welt antun, der ganzen Welt? Wenn du denkst, dass sie das zulassen, dann bist du aber schief gewickelt, my boy. Du hast ja auch mal versucht, die Mission auf der Welt zu beseitigen, nicht wahr? Trunks! Und du beanspruchst moralische Überlegenheit? Ich wollte das beschützen, was mir wichtig war, ja, aber ich habe niemals die Welt abgelehnt, in der ich lebe. Deine sogenannte Gerechtigkeit ist ein Angriff auf alles, was sie will. Der Meister hat versucht, die Mission auf der Welt zu beseitigen. Was soll das heißen? Wirklich schade, dass wir uns nicht persönlich sehen, aber ich erkenne deine Stärke an. Du hast mich auch ein paar wichtige Freunde erinnert. Hast du an? Wer ist das? Wie cool! Was zum Teufel ist das? Keine Ahnung, sieht auch unheimlich aus. Einer allein kann nur in gewissem Maße etwas erreichen, aber für viele gilt diese Beschränkung nicht. Das Ding da ist der Freund. Er mag zwar keine Seele haben, aber ja. Gefällt dir meine Ki-Schöpfung? Ki? Wie ich sehe, hast du Erfindergeist? Ah. Ki ist vielleicht nicht gerade der netteste Name für einen Kameraden. Wie wär's mit Ums? Einfach Ums. Ja, ich werde dich ab sofort Ums nennen. Der Typ bedeutet nichts Gutes. Man kann nicht wissen, was er alles anrichten kann. Willkommen, Jokler. Ich meine, das sind wir doch immer, oder? Ich denke, alle, die Feinde, die wir schon besiegt haben, diesmal wird es genauso sein. Note hat recht. Wir sind ein Team. Tralala, bla bla bla. Danke, ciao. Ich freue mich zwar, dass ihr auch so aus dem Mäuschen seid, aber der Ausgang ist ziemlich klar, seht ihr. Was ist das? Heiliger Dude! Achtung, Leute! BD! Aref! Einfach Eskalation. Aua! Keuch, an den Seiten, es hat den Berg dahin buchstäblich umgeworfen. Ja, das ging alles so schnell, da kann man nichts machen. Das hätten sie uns vernichten können. Präzision kommt nicht von selbst. Schade, dass man die Stärke nicht einstellen kann. Na, bla bla bla, Mama lernen. Wisst ihr, meine Freunde, Kampfdaten programmieren. Tralala. Was, Alter? Dann müssen wir euch beide schnell erledigen, bevor das soweit ist. Mutig, aber hoffnungsvoll. Blau, meow. Oh je, wie lang die reden. Wird jetzt zu Celsino und Friedersino oder was? Oder kriegen einfach nur Power-Up? Ich wusste es. Oh, Golden Freezer. Ich fühle mich wie neu geboren, ich brauche einen Namen. Gold Freezer. Guck mal, der Arme, was ist mit dem geworden. Was für eine Form, Alter. Ehrlich gesagt, Team sieht es gerade nicht gut aus. Unser einziger Wahl ist der Kampf. Lass uns loslegen. Die sehen so eklig aus. Die sehen richtig eklig aus. Hajime! Ikso! In höchstens 2 Runden. Easy. Easy. Ist ja schon geil, wenn man auch Animationen skippen könnte, um ehrlich zu sein, weil manche Animationen dauern schon übertrieben lang, manche Super Attacks oder CAAs oder an sich eine Kampfabfolge so. Ja. Kommt vielleicht ja noch aufwendig in Zukunft oder so. Dieser Ser sieht so ekelhaft aus einfach, das ist unglaublich. Ich glaube, ich hätte meinen einfach diesmal nicht transformieren lassen, sei es drum. Oh, ups. Oh, das
Modifikation. Der sieht so eklig aus, Mann. Das ist unglaublich. Perfect Cell war so hübsch, so. Auf einmal wurde das so ein richtig ekelhaftes Ding. Wow. Okay, der meint's ernst. Guck mal, der furzt. Aber ich bekomme eh nicht mehr als 1000 Schaden, also selber schuld. Deine Angstphase. Hurra, 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 hurra. Ups. War so im Flow. So, jetzt kommt alle jetzt. Alle raus. Genau. Down the series. The Death Machine. Immer zu deiner Hilfe. Ich bin the Death Machine. Ja, deswegen würde ich auch vor allem zum Beispiel, wenn ihr euch bewusst seid, okay, ihr setzt eure Machine in der und der Runde ein, bei mir ist Runde 2, dann werde ich mir erstmal auf jeden Fall alle Slots in Runde 2 öffnen mit dem Dragon Ball Windschirm. Oh, genau, dass ich einfach mehr Modulauswahl hab. Nee, habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. So, alle raus bitte. Du verläufst dich immer, du gehst da nicht hin, sondern bei Sakuroku. Bam. Und los geht's. Oh, Mahlzeit. Gine. By the way, gibt es jemand, der Gine nicht kennt? Gine ist einfach Kakarots Mutter. Ich weiß nicht. Ich finde Gine so. Ich finde den Krake so gut einfach. Die Sache ist, die habt ihr euch, guck mal, damals. Ey, sicher, ich hab, jeder hat sich auch sicherlich gefragt, ey, wer ist eigentlich Gokus Mutter? Ich hatte einfach sowas so interessiert, wie Gokus Mutter aussieht. Schon als Kind und dann, weil irgendwann kam immer Bardock, man wusste, okay, das ist Gokus Vater und spätestens dann haben sich wahrscheinlich viele gefragt, okay, wer ist aber Gokus Mutter? Und dann in Dragon Ball Minus, im Manga, das war einfach die Szene so, Bardock geht nach Hause und dann ist da Gine. Bam! Gine ist so gut getroffen, ich weiß warum, aber ich finde, sie passt perfekt. Als Gokus Mutter einfach, auch so wie sie aussieht, der Name, ich finde Gine einfach richtig, richtig gut gemacht, um ehrlich zu sein. Muss ehrlich sagen. Weil sowas kann man eigentlich auch richtig verkacken, ne? Ich meine, das ist der Hauptcharakter, Goku. Überleg mal, die würden den Mutter verkacken. Oder bei Bardock, HDF, man, das sieht einfach gleich aus. Okay, der hat den Nabun so. Vom Verhalten natürlich auch anders. Aber du hast sofort gemerkt, okay, krank. Du wusstest direkt, das ist Gokus Vater. Aber er war trotzdem so mysteriös und man wollte trotzdem wissen, wie er dann drauf ist und so. Wisst ihr, das mal ist richtig geil gemacht. Das ist, sowas kann wirklich nach hinten gehen, hinten losgehen. Aber es ist einfach nur perfekt gemacht für mich. Bardock. Bardock ist insane, ohne Spaß. Richtig geiler Charakter. Vor allem Dragon Ball Z Offen haben die Bardock richtig geil gemacht, finde ich. Auch an sich hat das alles mit den Saints. Naja, so, ob so oder so, am Lau. So, habt ihr mich vermisst? Das ist The Legend of Claim. Unser Cut von Berserker Faust. Vom Extreme Drachen Faust. Aber macht ihr halt über viel Schaden, deswegen. Ja, hilft es mir auch, wenn das die Stelle Kämpfe schnell vorbeigehen, sag ich mal. So, können wir jetzt mal bitte gegen jemand anders kämpfen? Wie fandet ihr die Kombo? Sehr schön. Ja, ist gut, nicht nachlassen. Okay. Nicht nachlassen, Orenio. Jetzt bin ich mal gespannt, was Silasnes dazu sagt. Aber er sagt dazu gar nichts. Wir können einfach weiter. Genau das. Und wie gesagt, diese Dimensionsrisse, die hebe ich mir einfach für später auf. Komm now! So. Schau wieder. Ja, du bist als nix dran, Silas. Was wie man immer den auch aussprechen mag. Bitte, was wofür? Ich zeig's euch. Da die beiden volle Kraft gekannt haben, kann ich mir ihre Kampfdaten holen. Oh. Kommt her. Du Hinterhältiger. Ah, lass das! Was hast du diesmal vor? Und jetzt die letzten Angriffe. Das kann nicht sein, wo Freezer Cell absorbiert. Gut beobachtet! Durch die Assimilierung ihrer Daten und Körper kann ich meine Ki-Gegenstückchen noch stärker machen. Wie brutal, der schickt einfach so einen Ki raus und hier, sag mal, kämpft gegen ihn. Oh, jetzt was? Freezes und Cells Ki bilden gemeinsam etwas noch viel Stärkeres. So einen Machtzuwachs habe ich noch nie gesehen. Sieht schlecht aus für uns. Möchte ich mir nur mehr Daten schenken? Ich weiß, dass ihr noch weiter kämpfen könnt. Leute, uns steht ein harter Kampf bevor, aber die Welt braucht die Helden jetzt mehr als je zuvor. Was?
Was war das für ein Ding, sag mal, was haben die, was hat der da kreiert, wie komisch das aussieht. Guck mal, Ums! Subedemini, komm ran, Junge, ich zeig dir Subedemini. Ums, wie krank. Sieht schon interessant aus. Der sieht schon gar nicht mal so schlecht aus, um jetzt zu sagen. Besser als dieser Cern in seiner Riesenform. Dieser Cern, der weiß auch nicht, was abgeht. Jetzt komm ran, was hast du drauf? Er sieht schon ein bisschen komisch auch aus. Irgendwie geil, aber auch irgendwie nicht. Oh, stark erhöht. Okay, jetzt komm. Jetzt bin ich gespannt, was abgeht. Oh mein Gott. Okay. Also Silas ist die Lassendeste. Der wird ja speziell für Dragon Ball Heroes Sword Mission kreiert, sag ich mal. Wie findet ihr, wie der aussieht? Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, BD, das ist ja irgendeine Evolution von Hit oder so. Also sein Gesicht ähnelt schon stark dem von Hit, muss ich sagen. Aber ja. Aber ich finde, also, so schlecht sieht er gar nicht aus. Hat schon was Cooles an sich. Jetzt komm ran, Junge. Genau. The Dab Machine. Immer an deiner Seite. Danke. Ey, aber selbst die Animation geht übel lang. Ja, Dab und raus. Wieso dabbt der einfach? Keiner weiß. Nee, kein Bock, sorry. Kein Bock auf den hässlichen Modus. So, Absa, muss man Berserker Goku da hinstellen. Nein! Hat es jetzt funktioniert? Ich glaube nicht, weil sie nicht direkt. Ah, doch, perfekt. Okay, gut, ich dachte schon, ich hatte Schiss. Ich dachte schon. Ja, ich hoffe, es hat funktioniert. I hope so, man. Doch, hart. Okay, sehr schön. Ich dachte, ich hätte ihn nicht ganz getroffen. Okay, gut. Komm jetzt ran, Junge. Boah, was war das für eine Fähigkeit von Silas? Wie viel Hellenenergie der auf einmal hat. Krass, okay, ich habe auch viel. Oh! Ich schließe den Lack! Ikuso! Oh mein Gott. Ah, cool, das ist brutal, Mann. Ah, noch ein Gold. Geil. Ba. Aber knapp. Knappe Kiste. Kono Yaro. Schade. Aber trotzdem übertrieben gut Schaden gemacht. Ihr seht es, gell? Obwohl er es geblockt hat. Oh je. Das wäre jeder angreifen hier. Komm. Oh man. Oh. Wow. So, jetzt kommt The Legend of. So. E zum G. KO. Jetzt dieser Ums, der konnte ja gar nichts. Der hatte keine Chance. Jetzt, deine Pläne werden um dich herum zusammenbrechen. Gut, das gibt alle Daten. Okay, der will einfach nur die Daten. Der will gucken, okay, hier, wann kann ich sammeln und wann nicht. Jedenfalls, Freunde, machen wir für diesen Part Schluss. Danach machen wir von hier aus weiter. Ist auf jeden Fall interessant geworden mit Silas und Ums. Bin auf jeden Fall gespannt, wie lang dieses Kapitel noch geht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Kapitel wieder. Eventuell wird auch Weko auf die Schnuppe. Also, bis dann, Freunde. Bis dann. Ja, bis dann. Haut rein. Peace.
then I pull up at your girl. Mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done. Next time you ain't won't be around.